Hallo Leute, es geht Ja, weiter verstehe, mit verstehe. Battlefield Hardline. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Oh Baby. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen. Detective Sau. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mir Bettsport sterilisiert auch. hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Hansel Mexiko. Letchford denn dazu gesagt? Mr. Letchford hat, wie sich herausstellt, Lechukov. einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Leroy, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Verstanden, Yes, Sir. Sir. Gut, dann macht hin. Okay, legen wir los, Baby. Geil. Ford Mustang. Und hat er aus Recht? Gibt's bei uns Verräter? Wenn Dors besorgt ist, sollten wir es auch sein. Auch. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Passt. Korrupte Cops, das kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? So, wo ist Mr. Proper? Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Okay. Oh, Meister Proper. Bleib beim Wagen. Wachhunde, Leo. Blöde Idee. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin Caillou. 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 Komm und spiel doch mit. Das schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dors dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Pisser. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Alter. Hey. Man sagt, du hast Tyson Letchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dorf. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Nice. Oh, shit. Wow. Nein. Nein. Das ging schnell. Das ging schnell. Alter, die Waffe ist scheiße. Wer sind diese Typen? Wo war jetzt die Pistole? Ah, hier. Okay. So. Da ist er! Hier bin ich, ja. Du hast keine Chance, Leo. Okay, die ist besser. Verstanden, Reis. Wow, 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 wow. Yeah, cool, geil. Wow, 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 wow. Nett, dass du mir mal hilfst. Oh, shit.
Wow. Leo, lass das Rennen sein. Bleib stehen. Nick, da kommen noch mehr. Fuck. Ja, danke, ich sehe es. Okay. Alter, wie viele sind hier? Was war denn in der Garage? Ja, sieh ihn den Körben nach. Macht ihn alle! Einer noch. Kuckuck. Hab ich dich. Okay, hier müssen wir lang. Mal nachladen. Hinter mir ist auch wer. Bleib stehen. Traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Alter, bleib stehen. Sag Bescheid. Los, zumachen und runter. Auf die Liebe, das ist los. Er kommt auf die Hunde rein. Fuck. Wer sich jetzt immer befindet, fuck, sollte die Tür abschließen und komplett okay bleiben. Wer sich in einem öffentlichen Bereich befindet, sollte das Hotel sofort verlassen. Bleib stehen, Mendoza. Wow, 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 wow. Wo kam das her? Ah, hier. Alter. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Wow. Oh Mann. Fuck! Nein, 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 nein! Alter, ich habe keine Munition mehr! Scheiße! Wow! Wo ist der? Okay. Hier ist sicher. Alter, fuck! Ganz schön schwer. Okay. Okay, mach es. Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in den Lobby. Die dürfen dich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ich pass schon auf. Schwärm aus und findet Leo. Die Lage ist beschissen. Ein Bulle hat den Laden hier komplett auseinandergenommen. Ich probiere ein bisschen zu crouchen. Ah, scheiß drauf. Keine Zeit für sowas. Wow. Alter, ich hab fast keine Munition mehr. Scheiße. Okay. No. Wow, 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 wow. Wow. Alter, hallo? Warum treffe ich ihn nicht? Scheiße, okay. Da drüben! Komm schon! Wow. Okay, Mendoza, wo bist du? Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey. Alter, was machst du? Kein verdammtes Wort mehr. Du hast meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Kapiert? Mein Gott. Kai! Was soll das? Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das?
Wir zwei etwa ein Problem? Ja. Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Neo braucht Schutz. Schon nicht so böse. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine. Hey, du hast ihn so zugerichtet. Alter, hast du deine Tage oder was? Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme. Hau mir ab von hier. Komm. Und das Mendoza also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Komm. Es kommt Verstärkung. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ah, fuck. Ich wollte ihm einen Headshot geben. Wow! Alter Falter. Wow! Fuck. Hier drüben, ja. Der Spinner. Okay, gesichert. Hau mir ab von hier. Kannst du den fahren? Klar. Leo ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, Alter, das war knapp. Wir haben Leo, wo soll er hin? Ins Krankenhaus, ja, würde ich sagen. Mit Dors treffen. Okay, fuck. Nicht zu übersehen. Sie verfolgen uns immer noch. Okay, geht klar. Alter, die Karre geht nicht schneller. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Mörderladen. Wow. Leo ist wichtiger als du glaubst. Folge dem Weg. Wow, 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 wow. Scheiße, Mann. Los, wow. Fuck. Alter, los. Alter, Scheiße. Die kleben uns immer noch am Arsch. Wow. Geschafft, oder? Wow. Das war knapp. Puh. Detectives. Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Hört, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Er ist hingefallen. Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort? Wenn oh ja. Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Alter, korrupte Bullen. Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Ich hab dich gearscht. Aber richtig. Okay, Leute, das war's für die dritte Folge von Battlefield Hardline. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.